Ich freue mich als nächsten Vortrag des Vormittags und damit auch den letzten Vortrag des Vormittags, Sven Wohlfahrt von der ING DiBa anzukündigen, mit dem Vortrag Corporate IT Monitoring. Ja, herzlich willkommen bei meinem Vortrag bezüglich unserer Migration auf das Monitoring-Produkt eSINGA. Eine kurze Frage vorab, ich bin von der ING DiBa, kurze Frage in den Raum, bitte mit Handzeichen melden, wer hat denn von euch ein DiBa-Konto? Ah, die absolute Mehrheit, sehr schön. Also vor allem für euch werde ich jetzt mal zeigen, wie bei uns sozusagen ein bisschen die IT funktioniert und vor allem, wie bei uns das Monitoring funktioniert. Ich habe mir vom Philipp sagen lassen, dass ich ganz zum Schluss so eine Art 10 Minuten für Diskussionen habe. Ich würde mal vorschlagen, wenn ihr Fragen habt zu meinem Vortrag, einfach möglichst direkt fragen, also direkt beim Vortrag, quatscht einfach rein, meldet euch und dann stellt eure Fragen, dann können wir das sofort klären bei meinem Vortrag. Ich selbst, mein Name ist Sven Wohlfahrt, ich bin Teamleiter vom Command Center und was die ING DiBa ist und was das Command Center ist, das erläutere ich auf den nächsten Folien. Ganz kurz zu ING DiBa selbst, ein bisschen Werbung muss ich ja auch machen. Insgesamt sind wir, was die Direktbanken angeht, eine relativ große Bank. Wir haben 7,4 Millionen Kunden. Würde man jetzt mal tippen, das waren jetzt hier so im Raum so ungefähr 50 Leute, die auch ein DiBa-Konto haben. Also ein signifikanter Anteil derer Kunden ist hier auch hier im Raum vertreten. Wir haben ungefähr 109 Milliarden Euro Bilanzsumme. Das ist so Pi mal Daumen vergleichbar, das, was die Postbank so hat. Wir haben so circa 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon circa 400 in der IT. Muss man auch ganz klar dazu sagen, dass wir die, sagen wir so, wirklich die einzigste deutsche Direktbank ist, die den Großteil der IT wirklich selbst betreibt. Das heißt, wir haben relativ wenig outgesourced, den meisten Teil betreiben wir selber. Und das hat für uns im Monitoring eigentlich einen schönen Aspekt, dass wir extrem viel sehen. Geschäftsvolumen, also quasi der Umsatz, ist 170 Milliarden Euro. Und von Standorten her sind wir auch in Nürnberg vertreten, aber unser Hauptstandort ist Frankfurt. Und ein relativ kleiner Standort ist noch in Hannover. Das Command Center, also das Command Center ist das Team, ist mein Team, was sich hauptsächlich mit dem Monitoring unserer IT-Systeme beschäftigt. Das heißt, was wir tun ist, wir sind rund um die Uhr da. Wir arbeiten für unsere eigenen IT-Fachbereiche. Und was wir tun, ist, sämtliche geschäftskritischen Applikationen und Systeme monitoren. Der Punkt geschäftskritische ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Wir monitoren eigentlich alles. Also sozusagen alles das, womit der Endkunde arbeitet, sozusagen das Login ins Internetbanking oder irgendwelche, wenn man sich quasi anruft bei uns im Telefonbanking. Das monitoren wir alles, vor allem das, aber auch sozusagen sämtliche File-Transfers, sämtliche Backup-Jobs, sämtliche Data-Warehouse-Jobs, also wirklich alles läuft bei uns sozusagen zusammen und wir schauen quasi komplett auf die IT drauf. Das heißt, wir sind sozusagen vor allem dann, wenn niemand anderes mehr im Haus ist, das heißt nachts, am Wochenende, an Feiertagen, Weihnachten, Silvester, sind immer schöne Tage, wo mein Team arbeiten muss, dort schauen wir auf die IT-Systeme drauf und monitoren quasi komplett die IT. Im Idealfall haben wir ganz, ganz wenig zu tun und schauen einfach drauf, dass alles läuft. Im schlimmeren Fall haben wir ein bisschen mehr zu tun und müssen sozusagen die IT koordinieren, dass dann eine kleine Störung auch wieder behoben wird. Was liegt im Fokus der Überwachung? Und da möchte ich vor allem darauf eingehen, ein bisschen mit einem Vorteil aufzuräumen. Also mit Monitoring verbindet man ganz typisch das technische Monitoring der Infrastruktur. Das heißt, ein Netzwerk, ein Router, eine Datenbank, was auch immer. Das ist so das ganz klassische Monitoring, was man auch wirklich darunter versteht. Und wenn ich quasi zu meinem Top-Management gehe und sage, wir machen Monitoring, dann sagen die immer, ah ja, ihr monitort irgendwelche Server, Festplattenkapazitäten, CPU-Kapazitäten. Und unser Hauptauftrag ist wirklich zu schauen, ja, was passiert denn eigentlich damit? Was heißt das eigentlich für den Kunden, wenn ein bestimmtes Filesystem vollläuft? Was heißt denn das? Im Idealfall heißt es für ihn gar nichts, weil es ist alles redundant und er merkt davon einfach nichts. Im schlimmsten Fall ist sozusagen gehen bestimmte Dienste, bestimmte Services einfach nicht mehr und deswegen liegt bei uns der Fokus Überwachung auch auf den IT-Services, aber vor allem mal auf den Banking-Services. Das heißt, Banking-Services, das ist das alles, was sozusagen was ihr, alle, die ein DiBa-Konto haben, nutzen, um Bankgeschäfte abzuwickeln. Das heißt,
mal grundsätzlich das Aufrufen der Webseite, Login ins Internetbanking, Aufrufen des Obligos, das heißt zu schauen, wie viel hat man auf dem Konto drauf, irgendwelche Kontoauszüge sich quasi abzurufen, das ist das eine. Das andere ist aber auch, man kann Telefonbanking nutzen. Das ist total spannend zu sehen, Telefonbanking, dieses sprachgesteuerte, was vor allem nachts um zwei benutzt wird. Also das wird vor allem dann benutzt, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich, wir haben da bis zu 20.000 Calls einfach im Telefonbanking-System. Hätte ich nie gedacht, aber ist so. Der dritte Aspekt gerade bei Banking-Services liegt auch vor allem dann drin, man kann uns auch anrufen rund um die Uhr und der Callcenter-Agent, der arbeitet natürlich auch mit irgendeiner Software. Und wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass die läuft. Und dass wenn irgendwelche Implikationen haben, irgendwas nicht funktioniert, dass wir dann gleich auch wirklich den Kunden sagen können, via eine Wartungsmeldung oder eine Infomeldung, übrigens, die in die Funktionalität geht gerade nicht, aber auch quasi innerhalb der IT oder innerhalb unserer Mitarbeiter, dass wir da quasi dort informieren, bestimmte Funktionen stehen eben gerade eben nicht zur Verfügung. Wo ich zu einer Bank gekommen bin, war ich relativ überrascht, was wir alles für Bankprozesse so haben. Ne? Also ich habe mal gedacht, naja, Banking ist eigentlich sozusagen, das ist klar, man nutzt hier eine Applikation und versucht irgendwie Geld von A nach B zu überweisen. Aber was zum Hintergrund noch alles läuft, da war ich dann doch selbst überrascht, was alles für Prozesse, Falltransfers, Abläufe, so alles nachts und am Wochenende passieren. Da war ich sehr überrascht, das ist richtig viel. Da passiert richtig viel Traffic in einer relativ kurzen Zeit, um wirklich die Bankgeschäfte wirklich abzuwickeln, um den Zahlungsverkehr abzuwickeln. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil das eine ist, dass die Kunden, also ihr, das Internetbanking nutzen können. Auf der anderen Seite ist auch wichtig, dass das Geld, was ihr anweist, was überwiesen werden soll, dass das auch möglichst dann wirklich das Konto erreicht. Und dafür sind die ganzen Zahlungsverkehrsdinge zuständig, der Bereich Bank Processing. Solltet ihr mal eine Adresse ändern wollen oder irgendwie ein Festgeld verlängern wollen, gibt es einen relativ großen Bereich bei uns Service Center. Und da gibt es relativ viele automatisierte Prozesse, wie zum Beispiel, dass ein Brief oder ein Freistellungsauftrag, den ihr unterschreibt, den ihr per Post oder per Fax schickt, dass der sozusagen automatisiert eingelesen wird und dass die Daten, die da drin stehen, möglichst automatisiert gleich verarbeitet werden. Das ist der Bereich Service Center. Und der vierte Fokuspunkt bei uns ist natürlich diese IT-Services und das ist das ganz klassische Infrastruktur-Monitoring. Also wirklich Netzwerkkomponenten, Router, Switches, Server, was auch immer. Im Idealfall, hatte ich vorhin schon gesagt, sehen wir, dass alles funktioniert und wir haben nichts zu tun. Das ist der wunderschöne Idealfall. Im negativen Fall ist es so, dass bestimmte Incidents auftreten. Das heißt, wir sehen Events, wir sehen, plötzlich läuft eine Platte voll, plötzlich passiert irgendetwas. Und das eskalieren wir mal ganz klassisch an die IT. Was wir sagen einem IT-Team, bitte, liebes Team Server Systems, schaut euch bitte eine Unix-Kiste an, hier laufen bestimmte Prozesse nicht. Das ist der Idealfall. Das ist so, was ganz häufig passiert, was aber keinen Kunden-Impact hat. Es ist aber auch manchmal so, dass wir einfach auch manchmal Kunden-Impact haben. Also wer letzten Samstag zwischen 8.20 Uhr und 8.25 Uhr das Internetbanking nutzen wollte, der hat Pech gehabt. Dann lief es nämlich nicht für 5 Minuten. Und das ist so ein Major-Incident, wo wir wirklich dann eine Kundenauswirkung haben und dort sind wir die Instanz, die das Ganze quasi eskaliert und das Ganze auch wirklich koordiniert. Weil das war ein Samstag, samstags arbeitet die IT bei uns eigentlich nicht, aber es gibt gewisse Rufbereitschaften und wir sind dann so die Instanz, die das Ganze koordiniert und dann wirklich sagt, okay, liebe Rufbereitschaft A, bitte tu doch mal was am Server B oder bitte liebe Rufbereitschaft B, tu doch mal bitte was am Server C. Also wir sozusagen die das alles eskalieren, koordinieren und wirklich dann auch der Ansprechpartner sind, wenn ein Mitarbeiter dann nachts um zwei rausgeklingelt werden muss, weil irgendwas nicht funktioniert. So, kleiner letzter Punkt, Koordination, Unterstützung bei der Problemlösung. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz ein Video zeigen über das, was wir so im Monitoring tun, weil es gibt eigentlich einen ganz guten Einblick, wie das bei uns aussieht, von der Lage her, von der Ausstattung her. Und auch was wir so generell tun. Thank you.
ihr mal kurz einen Einblick bekommen, wie wir so eigentlich arbeiten. Genauso viel Spaß, wie wir auf Arbeit haben, hatten wir auch bei der Erstellung des Videos. Das war ziemlich cool. Okay, kommen wir mal zur hauptsächlichen Agenda meines Vortrags. Ist eigentlich so aufgeteilt in fünf Teile. Erstmal will ich darauf eingehen, was war eigentlich das Ziel des Ganzen, was wir gemacht haben mit unserem Migrationsprojekt. Was für Alternativen haben wir evaluiert, um quasi unser Monitoring-System umzubauen. Wie haben wir es gemacht? Wir haben es pilotiert. Warum haben wir es auch pilotiert? Wie haben wir durchgeführt? Ich möchte es mal kurz zeigen. Hier möchte ich mal schon gleich anmerken. Ich habe mich quasi bei uns ins Netz verbunden. Ich werde ungefähr jetzt noch 20 Minuten reden. Mal gucken, wie lange die Verbindung hält. Bin mir nicht ganz sicher, weil UMTS war vorhin ein bisschen wackelig. Und dann geht es einfach in die Zusammenfassung ohne kurze Diskussion. Wie gesagt, wenn Fragen einfach sind, einfach möglichst zwischendrin fragen. Ausgangspunkt. Ich möchte auch eine kurze Anekdote erzählen, warum hier keine Systemnamen stehen. Und zwar wurde unser altes System von jemandem implementiert, der jetzt Abteilungsleiter bei uns ist. Und deswegen mag er das nicht, wenn quasi in irgendwelchen Präsentationen drin steht, dass das System, was er mal früher mal entwickelt hat, jetzt einfach nicht mehr so flexibel ist. Also wir hatten quasi als Ausgangspunkt hatten wir ActiveRent. ActiveRent ist ein System, was, naja, sagen wir mal, ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Wir haben auch eine relativ alte Version. Es hat funktioniert sehr, sehr gut, muss man auch ganz klar dazu sagen. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber von der Systemarchitektur und von den ganzen Zielen war es einfach mal so 5 bis 7 Jahre alt, muss man ganz klar sagen. Das heißt, kommen wir zum Ausgangspunkt. Wir hatten einfach eine passive Systemarchitektur. Das heißt, wenn man sich die gesamte Monitoring-Kette anguckte, hat jedes Fachteam irgendeinen Server betrieben, eine Unix-Kiste, Linux, Datenbanken, was auch immer, und hat quasi an uns Events geschickt. So, die Events haben wir empfangen und haben damit irgendetwas getan. So, jetzt war das Problem, dass quasi der gesamte Monitoring-Prozess, da war 95% nicht in unserer Hand. Und irgendwann kam der mal zu uns. Wir waren die letzten 5% quasi am eigentlichen Prozess. Und das war ziemlich nervig, weil es war einfach passiv. Wir waren immer auf das Wohl oder auf das, sozusagen, wir hatten das einfach nicht im Griff. Wir waren immer auf die einzelnen Fachteams angewiesen, die quasi das Monitoring selbst an ihren Systemen durchgeführt haben. Also sie haben quasi die Events bekommen. Gerade was den Punkt Applikation angeht, war es eher so eine Blackbox-Überwachung. Ich muss ganz klar sagen, es ist schon ein Unterschied, ob man eine Internet-Banking-Applikation direkt überwacht oder einfach nur den JBoss dazu. Wenn sich den JBoss überwacht, dann zeigt er vielleicht an, okay, meine Connections haben jetzt einen bestimmten, also mein Connection-Pool ist zum Beispiel jetzt voll. Das ist schön, das weiß ich dann auch. Aber die Frage ist, was heißt das jetzt für die Applikation? Geht die jetzt noch? Geht die langsamer? Geht die nicht? Man weiß, wenn sie nicht mehr geht, das ist schön, dann wissen wir es, aber dann ist es auch zu spät. Wir wissen aber auch dann, wenn sie geht, da wussten aber nicht wirklich, wie es geht. Also wir waren immer so ein bisschen in Blackbox, wussten nicht wirklich, was steckt dahinter. Und vor allem dieser Punkt Funktions- und Performance-Checks war einfach, das hatten wir einfach nicht. Wir wollten einfach nur, wenn wir ein Event bekommen, es geht nicht mehr oder es geht. Wir wussten aber nicht, geht es jetzt schnell, geht es langsam, wie ist der Trend einfach, wussten wir nicht. Wir hatten auch kaum Möglichkeiten, das einzubauen. Lag A an der passiven Architektur und lag B auch, das Tool war nicht so wirklich flexibel. Das hat es einfach nicht hergegeben. Und da es eben nicht so flexibel war, war es relativ schwierig, bestimmte Applikationen oder bestimmte Überwachungen einfach einzubauen. Wenn man sich zum Beispiel unsere Nachtsabläufe anguckt, dann laufen bestimmte Jobs in einer bestimmten Kette ab. Erstmal Job A, dann B, dann C, dann D. Die müssen in einer bestimmten Zeit ablaufen. Und das war für uns eine richtige, schwierige Geschichte, sowas zu implementieren. Also quasi so eine Art Batch-Fahrplan und danach sozusagen eskalieren, dass danach irgendwelche Events erzeugt werden. Das war ein richtiges Problem, das war richtig schwierig und das war auch bei anderen Punkten schwierig. Und der letzte Punkt, wir hatten ganz viele unterschiedliche Überwachungssysteme in der IT. Das heißt, jedes IT-Team hat natürlich sein eigenes System gehabt, Kakti, Smarts, was auch immer, irgendwelche Nagios-Derivate, selbst aufgesetzt auf einen Arbeitsplatzrechner. Das war alles sehr, sehr unschön, war alles sehr, sehr heterogen. Und was haben wir uns vorgenommen? Das war so vom Zeitstrahl her 2010. Wir wollten ein flexibles und gut erweiterbares Monitoring haben. Was heutzutage eigentlich Standard ist, aber für uns damals wirklich, das brauchten wir. Wir mussten das wirklich tun. Das heißt, wenn wirklich es um neue Komponenten geht, Customized Use geht, da brauchten wir auch die Flexibilität. Gerade der Punkt Anwendung und Prozesse wirklich im Detail monitoren, um wirklich auch Trends erkennen zu können. Also ist unser Internetbanking oder sind unsere internen Bankapplikationen, Fachapplikationen, werden die jetzt schneller
oder werden die langsamer? Wie ist da der Trend? Aber das wussten wir damals nicht, aber heute wissen wir, das ist gut. Die unterschiedlichen Monitoring-Systeme, die jedes Fachteam da so unter seinem Tisch quasi aufgebaut hat, das wollte ich auch vereinheitlichen. Es war ganz wichtig, da sozusagen mal eine Plattform zu schaffen. Wartbarkeit und geringe Abhängigkeiten ist ein wichtiger Punkt. Also wir wollten uns dann auch quasi, klar, wartbar sollte es ganz sein, wir wollten aber auch keine Abhängigkeiten schaffen. Das ist schon ein Unterschied, ob man quasi auf Gedeih und Verderb einem Hersteller ausgeliefert ist, sei es jetzt HP oder wem auch immer, oder ob das Ganze einfach offener ist. Man kann wirklich auch mal jemand anderen fragen, so sag mal, ist das da wirklich jetzt gut implementiert oder wir haben hier eine Frage, schaut doch mal bitte danach. Wichtiger Punkt, genereller bei eigentlich ein Projektmanagement-Punkt, Verhältnismäßigkeit der benötigten Ressourcen und Aufwand. Wir wollten natürlich auch quasi, dass das Ganze, was wir dort investieren, an Zeit, an Geld, dass es auch möglichst sinnhaft ist. Letzter Punkt, Ausfallsicherheit, ich meine, das ist eine grundlegende Geschichte, ja. Das ursprüngliche Ziel war wirklich, eine Ablösung zu tun. Also wirklich, also wir hatten bei uns ganz viele Fachteams, die Nagios eingesetzt haben schon. Haben wir gesagt, na Mensch, gerade dann, wo wir dann die Auswahl getroffen haben auf eSinga, haben wir dann gesagt, Mensch, dann entweder binden wir es an oder wir entbinden euch von der Betriebsverantwortung für dieses Monitoring-Tool und ihr kommt auf unsere Plattform. Wir hatten das, da komme ich dann auch später noch dazu bei der Pilotierung. Es gab einfach bestimmte Teams, die gesagt haben, ja, wir müssten jetzt, gerade im Windows-Umfeld, wir müssten jetzt eigentlich wir haben MOM eingesetzt bei uns, der ist schön, der ist nett, aber der ist uralt. Wir müssen jetzt mal schauen, was setzen wir jetzt ein? Gehen wir jetzt auf SCOM, gehen wir jetzt auf nutzen wir eure Plattform? Und wir haben es den wichtigsten Teams erstmal freigelassen. Wir pilotieren es einfach mal. Wenn ihr damit zufrieden seid, auch mit dem Monitoring-Ergebnis, dann machen wir das so. Wenn ihr damit aber nicht zufrieden seid, dann macht eure eigene Lösung. Aber auch das Learning für uns aus dem Projekt heraus war auch, sobald man droht mit dem, wir nehmen euch, also wir wollen quasi, dass ihr auf unsere Plattform kommt, wir nehmen euch ein Tool weg, da hat man sofort eine Blockadehaltung aufgebaut. Also wir haben das dann einfach irgendwann unter den Tisch fallen lassen, weil einfach wir mussten mit den Teams zusammenarbeiten, aber sobald wir gesagt haben, wir wollen euer Tool ablösen, war einfach, da hat jemand Jahre dafür gebraucht, um das aufzubauen. Und das wollen wir jetzt wegnehmen und das fand er ziemlich uncool. Deswegen haben wir den Punkt dann irgendwann ausgeklammert, aber ist natürlich jetzt auch gerade das aktuelle Ziel, also das läuft ja quasi immer noch weiter, dass wir jetzt sozusagen möglichst, also da wo es sinnvoll ist, das zu konsolidieren, wirklich rauszulösen. Kurze Architektur, hier steht Ist-Architektur, das war so die Ist-Architektur Anfang 2010. Ganz oben waren wir im Monitoring. So, wie man auch so schön sieht, wir haben es einfach faktisch einfach nur bekommen. Ne? Man sieht die Infrastruktur, man sieht Bankapplikationen, man sieht Bankprozesse. Wurde durch die einzelnen Fachteams gemonitort und wir haben es ganz oben mal bekommen. War auch ganz schön, plötzlich nach einem größeren Change haben wir plötzlich völlig neue Events bekommen. Da haben wir dann gefragt, was ist denn das? Ja, wir haben eine neue Applikation live genommen. Wussten wir einfach vorher nicht. Ne? Also wir waren da in dem Prozess überhaupt nicht wirklich drin. Ganz unten steht es auch, was wir eigentlich für Probleme hatten, wirklich unterschiedliche Monitoring-Tools. Haben wir jetzt mittlerweile sehr gut konsolidiert, aber auch noch nicht komplett. Aber auch vor allem das Know-how und das Inventory war bei den Fachteams. Also Stand 2010, hätte uns jemand gefragt, wie viele Server monitoren wir eigentlich? Wir hätten es nicht gewusst. Wir hätten zwar recherchieren können, aber hätten es nicht gewusst. Die Solar-Architektur war dann wirklich ist ein aktives Prozess- und Applikationsmonitoring. Das heißt, wir haben eine Plattform aufgebaut, mit NetWest zusammen, auf derer sich wirklich die meisten Teams integrieren können. Windows, das schöne Beispiel, hat sich dann für ein SCOM entschieden. Bei uns die Directory Services Kollegen, die wirklich dann AD, Citrix, Exchange betreuen, die haben dann wirklich SCOM gewählt, weil es für sie flexibler ist und die finden sie einfach besser, haben es aber angebunden an unsere Plattform. Was aber auch ganz wichtig ist, die fachliche Konfiguration der einzelnen Monitoring-Elemente verbleibt bei den Fachteams. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir können eine Plattform bereitstellen, wo sozusagen wir können Server anbinden, aber Schwellwerte, Grenzwerte, sonstige Dinge können wir gar nicht bestimmen. Dafür sind wir nicht die Experten, das wollen wir auch gar nicht. Die gesamte fachliche Konfiguration soll durch die einzelnen Fachteams weiterhin auch erfolgen. Wir verantworten die Plattform technisch, aber fachlich wollen wir gar keine Aktien drin haben.
Ja, das war ungefähr jetzt Anfang 2010, wo wir gesagt haben, das wollen wir. So, und jetzt ging es darum, wirklich Alternativen zu evaluieren. Man muss natürlich auch mal sagen, was für Möglichkeiten haben wir denn, um unsere Monitoring-Plattform einfach zu ersetzen? Was für Möglichkeiten gibt es? Alternative 1 war einfach, dass wir uns gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal gucken, wenn wir einfach ganz oben diese Umbrella-Schicht, wenn wir die einfach austauschen durch den Nagios. Das heißt, die Fachteams senden weiterhin quasi an uns die Events, die kommen bei uns an in der Event-DB und die werden einfach in dem Nagios dargestellt. War die erste Alternative, dass wir quasi diese passive Architektur dann noch beibehalten. Einfach mal zu schauen, was bringt einem das. Das wäre einfach ein reiner Austausch unserer Applikation gewesen. Zweite Alternative ist dann der aktive Betrieb mit Nagios oder Ezinga. Das steht wirklich beides absichtlich da, weil wir uns Nagios angeschaut haben und Ezinga angeschaut haben. Das heißt, hier wollten wir, die Alternative war hier wirklich eine aktive Plattform aufzubauen, entweder mit Nagios oder mit Ezinga. Und das quasi schrittweise zu migrieren. Also quasi so langsam das eine Tool abbauen und so langsam das andere Tool aufbauen. Und wir waren am Anfang sehr stark auf die Open-Source-Ebene eingeschossen und haben gesagt, Mensch, was gibt es denn als Open-Source-Lösung? Und dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch auch nochmal eine wirkliche Bezahllösung, eine große Bezahllösung implementieren. Für so eine große Bank oder für so eine große Gruppe wie die ING ist auch so HP Business Service Management ist jetzt auch nicht wirklich teuer, ne, weil da gibt es große Volumenlizenzen. Deswegen haben wir uns das auch mal angeschaut. Und sind dann auch wirklich auch davon weggekommen, weil das Problem war auch hier, die Abhängigkeit zu HP ist einfach zu groß gewesen. Also bei HP ist die DiBa ein ganz, ganz kleines Licht. Wir haben auch die Erfahrung mit anderen gehabt, andere Kollegen haben uns die Erfahrung geschildert, wenn dann irgendetwas nicht geht mit HP, dann sagt HP, ja, geht halt nicht. So, das war bei NetWays dann anders. Deswegen haben wir uns dann wirklich auch für diesen Aktiv... Bitte? Nein, NetWays. Deswegen haben wir uns dann für die Alternative 2 entschieden, aktiver Betrieb mit Nagios, also vor allem dann aktiver Betrieb mit Ezinga, weil uns einfach dann dieses Ezinga Web einfach dann überzeugt hat, weil das kam dem Look and Feel und den Workflows, die wir bisher schon benutzt haben, kam das dem sehr nahe. Kurz zur Zeitschiene, ja? Teils. Bitte? Teils. Also zum Teil sind sie angebunden. Also er ist der Techniker bei uns. Vielleicht ganz kurzer Ausblick daraus. Also sind teils angebunden, zum Teil werden aber, also was angebunden ist, das sind halt, wie das, was der Sven Wohlfahrt eben schon erwähnt hatte, halt alles, was Directory Services ist. Da, wo ein SCOM-MOM einfach seine richtig gute Arbeit macht. Da, wo es auch schwer ist, wirklich ranzukommen, weil er einfach weiß, was er da machen muss. Und was ein Windows-Team auch unheimlich entlastet. Da ist es schwer. Der restliche, also alles das, was die normale Infrastruktur ist, Festplattenauslastung, CPU-Auslastung, das ist schon mit integriert. Ja, mich interessiert jetzt genau diese Sachen, wo der Directory-Service-Fuß halt jetzt alles so voll macht. Die Informationen werden geschickt von Events, klassisch, nehme ich an, wie auch immer das Format da ist von diesem Windows-Boot, und empfangen dann über die Event-DB. Weil die Event-DB ist ja sowas wie ein Event-Management-System, das auf dem Open-Source-Bereich. Ja. Absolut. Ganz kurz zum Zeitplan. Man sieht, wir haben uns relativ lange Zeit gelassen mit der Alternativensuche, also Pi mal Daumen von eigentlich Ende 2009 bis eigentlich fast September 2010. Hat vor allem damit zu tun gehabt, dass ich quasi als Teamleiter erst im August 2010 angefangen habe. Und quasi die Vorarbeit meines Vorgängers sozusagen nochmal eine Frage gestellt hat. Also das hat sozusagen ein bisschen länger gedauert. Da kommen wir gleich zum ersten Punkt, was dann auch für uns sehr wichtig war. Und zwar haben wir dann uns im September 2010 dafür entschieden, okay, wir machen es mit Ezinga, wir machen es mit NetWays. Aber NetWays angerufen, haben gefragt, Mensch, wann können wir denn starten? Wir würden jetzt gerne loslegen. Und die gesagt, naja, Januar oder sowas. Und wir sind fast die, ich konnte es fast nicht glauben, aber es ist sehr, sehr wichtig, ist auch ein Learning für uns, solche Termine möglichst langfristig zu vereinbaren.
Also auch gerade für eine Firma wie Netways ist es einfach nicht so, dass die so jetzt sagen können, okay, wir kommen jetzt nächste Woche und dann ein halbes Jahr lang, sondern einfach da ist wirklich ganz, ganz wichtig, Termine langfristig vorzubereiten und lieber mal 2, 3 Termine abzusagen, aber da wirklich zu schauen, das Ganze langfristig zu planen und lieber mal auch die Termine schon zu blocken, obwohl man es vielleicht noch gar nicht beauftragen kann. Kommen wir zur Pilotierung und Durchführung. Erstmal der Grund, warum wir es pilotieren mussten. Wir haben ungefähr mit 26 IT-Fachteams haben wir es zu tun, aus 4 Abteilungen. Und wenn man jetzt sagt, wir machen das Monitoring neu, hat man mit so circa 26 Teamleitern zu tun, die da mitreden wollen. Und da 26 Teamleiter ist nicht so richtig, ich wollte die nicht alle mitreden lassen. Und ich wollte auch quasi das irgendwann mal straffen. Aber wir sind gerade am Anfang relativ hart angefasst worden, wo es darum ging, wie könnt ihr euch denn für so ein Tool entscheiden? Das geht doch gar nicht. Das ist ja Open Source. Ne? Wir setzen in der DIBA schon relativ viel Open Source ein, aber trotzdem, das ist doch, da kann jeder reingucken und wie sieht es mit Security aus und Wartungsverträge und dies und das und jenes auf der organisatorischen Ebene. Auf der technischen Ebene, ist dann das Tool ausgereift? Klappt denn das? Funktioniert denn das überhaupt? Und das war schon viele, viele Bedenken, die wir da aus dem Weg räumen wollten, uns einfach auf der verbalen Ebene nicht geschafft haben. Muss man ganz klar sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen steht auch Serviceprozesse oben. Wir haben natürlich mit der Migration, haben wir natürlich auch sämtliche Prozesse, die es vorher so nicht gab, weil wir eben ganz am Ende standen, auch gleich mit umgebaut. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Monitoring haben möchte, kommt er jetzt vorher. Und das ist schon mal ganz gut so. Und da gibt es wirklich einen normalen Demand-Prozess, also der kippt quasi einen Change Request ein, das kommt bei uns an, wird bewertet. Wir sagen, dauert 3 Tage und dann kriegt er das. Dann wird es auch dokumentiert sozusagen. Da ist auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit da, muss man ganz klar sagen. Aber ist im Endeffekt immer noch im Bereich der Fachabteilung, ob Sie Monitoring möchten oder nicht? Klar, wir stellen ja eine Dienstleistung bereit. Ist ja, wir stellen einen Service für die bereit. Entweder Sie nutzen ihn oder Sie nutzen ihn nicht. Allerdings, da wir sozusagen fast alles 24/7 betreiben, ist es dann so, dass wenn ich dann sage, na gut, dann müsst ihr euer Tool halt nachts auch monitoren selber. Und da sagen die meistens dann schon, nee, das können wir so auch nicht leisten. Und deswegen müssen Sie dann faktisch unsere Plattform nutzen. Genau, aber nochmal kurz, ja. Noch eine kurze Frage, vielleicht kommen Sie ja später noch dazu. Wie sieht es mit Business-Prozessen aus? Wie bildet ihr die ab innerhalb dieser... Komme ich später drauf. Ganz kurz noch zum warum wir es pilotiert haben. Wir haben dann einfach mal gesagt, um die Diskussion, warum ist denn Ezinga jetzt so toll und warum finden wir es so toll und warum finden wir es so toll, mit Netways zusammenzuarbeiten. Um diese Diskussion abzuwürgen, haben wir gesagt, okay, wir pilotieren es jetzt. Wir sagen jetzt, wir pilotieren es jetzt und zeigen euch mal, was es kann und was es auch nicht kann. Und das Schöne war, sobald das Ding lief, waren sämtliche Diskussionen weg. Das war sehr entspannt dann für uns. Weil Diskussionen wurden so lang geführt, bis die erste Überwachung da war. Und dann war Ruhe. Das war gut. Deswegen, Fokus war, Lauffähigkeit des aktiven Monitoring-Konzeptes zu beweisen. Auch die Service-Prozesse, dass wir das sozusagen tun können unter realen Bedingungen. Dass wir haben einzelne Server wirklich angebunden und geschaut, ob es funktioniert oder auch nicht funktioniert. Was wir auch gemacht haben, wir haben von vornherein gesagt, wir wollen eigentlich Ezinga. Deswegen haben wir von vornherein die große Hardware gekauft. Wir haben quasi von Netways gefragt, was sollen wir kaufen? Und die haben gesagt, den Server. Ich kenne mich da technisch nicht aus, habe da auch von diesen CPU-Konfigurationen, ich habe irgendwann echt... Ich habe es irgendwann aufgegeben, das zu verstehen, weil das war mir einfach zu kompliziert. Aber wir haben zumindest die große Hardware gekauft, auf der wir es auch zukünftig hatten betreiben wollen. Es war kein wirklicher Pilot, um zu sagen, es war eigentlich keine Option zu sagen, wir nutzen es nicht. Wir haben von vornherein einfach gesagt, wir wollen das beweisen. Guter Punkt auch zur Live-Stellung war dann, dass wir wirklich die Erfahrung aus der Pilotierung, ich komme aus der Softwareentwicklung, und das ist ganz typisch, man entwickelt einen Prototypen und dann sagt man sich, ach Mensch, der Prototyp, der funktioniert ja eigentlich so gut, wir machen ihn weiter. Und dann irgendwann baut man um den Prototypen noch ein paar Schichten drumherum und irgendwann sozusagen hat man eigentlich einen schwachen Prototypen und ganz, ganz viele stabile Schichten drumherum. Und genau das wollten wir eigentlich vermeiden. Genau das wollten wir vornherein vermeiden. Wir haben dann wirklich gesagt, okay, nach dem Piloten haben wir wirklich gesagt, wir löschen alles.
haben wirklich alles gelöscht und neu aufgebaut. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das wirklich so zu tun. Das kostet Überzeugung. Überzeugungsarbeit beim Management, wenn die so sagen, wie ihr wollt alles löschen. Ja, richtig so. Wir fangen wirklich komplett neu an. Haben dann sozusagen, sind teamweise vorgegangen, weil bei uns ist so aufgebaut, dass einzelne Teams betreiben so die abgeschlossenen Einheiten. Exchange zum Beispiel betreibt ein Team. Sun-Systeme werden von einem Team betrieben. Okay, wir gehen sozusagen so nach und nach teamweise durch. Alle 26 Teams. Und das Vorgehen war eigentlich ganz klassisch. Ein Kickoff, Einplanung je Team und dann ein Endekriterium. Das Endekriterium haben wir beim ersten Team vergessen. Das hat uns ein bisschen, es hat uns viele Wochen gekostet. Weil einfach, wir haben gesagt, okay, wir schalten euch in dem alten Tool ab, wenn ihr in dem neuen Tool live sind. Und hat dann bei einem ersten Team aber vergessen, ein Endekriterium zu definieren. Jetzt haben die immer wieder gesagt, es gefällt uns noch nicht so richtig. Wir hätten es gerne noch in grün, wir hätten es gerne noch in gelb und da hätten wir noch eine Änderung. So können wir auf keinen Fall live gehen. Und das hat uns wirklich 4 Wochen nochmal gekostet, einfach um das aufzubauen und das sozusagen die dann abzuholen. Weil die waren dann echt, echt zickig. Deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, da Endekriterien zu vereinbaren. Was wir auch gemerkt haben, wir haben sozusagen in Branches migriert. Sozusagen erstmal ein Team, das nächste Team, das dritte Team. Es macht keinen Sinn, mehr als 3 Teams zu verwenden. Weil einfach irgendwann wird die Komplexität da auch zu groß. Und man muss sich auch vorstellen, dass sozusagen jedes Team muss Vorarbeiten leisten. Und das eine Team ist schneller, das andere Team ist langsamer. Und typischerweise ist es so, dass die alle in einer Woche sagen, jetzt sind wir fertig, implementiert es bitte. Und dann muss man es auch implementieren. Und wenn man dann zu viele parallele Entwicklungsstränge hat, ist das dem Ganzen nicht förderlich. Und wir dann sagen, jetzt seid ihr fertig. Gut, in 3 Wochen haben wir es implementiert. Das muss man dann einfach ein bisschen entzerren. Deswegen, für uns war es gut, 3 zu haben. Was wir auch gemacht haben, wir haben dann wirklich mit den Pilotteilnehmern auch begonnen. Weil da hat man die Erfahrung, die wussten auch, worauf sie sich einlassen. Und haben dann wirklich mit den Pilotteilnehmern begonnen. Ganz kurz zur Architektur. Für technische Fragen, da bin ich nicht wirklich so zuständig, das macht am besten der Philipp. Was wir aufgebaut haben, ist mal grundsätzlich ein Cluster für eine Integration zu einer Produktionsumgebung. Also das ganz Klassische, ist eigentlich, das ist auch identische Hardware, die sind auch fast identisch. Betriebssystem ist Linux Red Hat, 5 irgendwas. Clusterlösung ist Pacemaker. Datenhaltung ist lokal und dann gespiegelt, einfach um möglichst unabhängig von der Infrastruktur zu sein. Aber das ist auch ganz wichtig, gerade wenn wir die Infrastruktur monitoren, dürfen wir nicht Teil des Problems werden. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Wir selber sind Application Owner dieses Tools. Und gerade bei der Persistenz habe ich damals eigentlich gesagt, wir haben bei uns ein Team, was sich mit Datenbanken beschäftigt. Und das Team, das betreut unsere Online-Datenbanken. Da habe ich immer gesagt, Mensch, wenn das Team eine Online-Datenbank betreut, dann kann uns das doch auch quasi für Isinga die Datenbank betreuen. Also was quasi im Internetbanking funktioniert, im Großen, muss doch unsere kleinen Isinga-Monitoring-Datenbank auch funktionieren. Soweit die Theorie. Wir haben erstmal dann wirklich uns erstmal an den Multi-Instanz-Cluster angeschlossen. Ist eine Abhängigkeit zur Infrastruktur, ganz klar. Nur wenn die Multi-Instanz nicht da ist, dann steht sowieso die Bank. Also dann brauchen wir nicht mehr monitoren, weil dann steht sowieso alles, weil da sind 80 Datenbanken drauf. Wir haben allerdings dann festgestellt, dass wir relativ viel Traffic darauf haben. Und dass wir auch die Backup-Variante, dass das relativ krass war. Also wir haben, ich glaube, so circa 30 Gig Volumen in der Datenbank und ungefähr pro Tag 100 Gig an Backup-Files geschrieben. Das ist schon ein bisschen was gewesen. Und wir haben dann bis zu 1200 Schreibzugriffe im SAN gehabt. Und das ist SAN einfach nicht mehr hinterhergekommen. Also wir haben wirklich das SAN ausgereizt. Also nicht vom Durchsatz, das war gut. Wir haben einfach zu viele Einzelzugriffe gehabt. Und wir waren dann sozusagen, mit unserer Isinga-Datenbank waren wir das innerhalb der Top 10 sozusagen der meist Traffic verursachenden Datenbanken. Wir waren die drittgrößte, also vom Volumen her die drittgrößte Datenbank. Das ist jetzt, ich meine, ist toll, so zu sein. aber so auf Dauer fand ich, war das nicht so eine gute Lösung, weil wir wollten das ja noch ausbauen. Ne? Und da waren wir eigentlich schon an der Grenze angelangt. Wir sind dann quasi im September, haben wir dann von Oracle auf MySQL geschwenkt. Und seitdem haben wir MySQL lokal und gespiegelt. Seitdem sind sämtliche Performance-Probleme, die wir vorher so ein bisschen hatten, komplett weg. Was man auch sagen muss, dass der Wechsel der Datenbank, also der komplette Datenbankwechsel hat 4 Tage gedauert insgesamt. Und das finde ich schon ziemlich cool bei so einer großen Applikation, wenn man da die Datenbank austauscht,
und wirklich technisch austauscht, von Oracle zu MySQL geht, dass das nur 4 Tage dauert. Und das System war fast komplett fertig implementiert. Das fand ich ziemlich cool. Zur Konfiguration, wir haben angefangen mit Ezinga Core 1.3, sind mittlerweile bei 1.7.2, Ezinga Web 1.3, mittlerweile sind wir bei 1.8. Ich bin jemand, der gerne updatet, also möglichst jedes Update mitnehmen, weil man vermeidet dadurch irgendwie so ein Clusterrisiko, wenn man einfach 10 Versionen übersprungen hat. An Add-ons, an großen Add-ons nutzen wir die EventDB, PNP von Nagios und Lconf. Was wir gemacht haben eigentlich, neben den ganzen technischen Komponenten, die wir da drin haben, wir haben sehr stark auf die Benutzerfreundlichkeit geachtet. Also wirklich Aggregation und automatische Filterung von Events, Vereinfachung von Workflows, Ausblendung von bestimmten Funktionen. Also wirklich, dass meine Mitarbeiter, die rund um die Uhr da sitzen, dass die möglichst sehr, sehr gut mit dem Tool umgehen können. Dass es möglichst einfach auch für die wird. Wir haben dann auch ein Top-Level-View bei uns implementiert, sozusagen unsere aggregierte Sicht auf die IT der ING DiBa. Die zeige ich auch nachher nochmal. So ganz typischen Features mit Drill-Down und Event-Filterung. Das heißt, wenn man auf Exchange klickt und klickt auf die Maschine, werden gleich alle Events gefiltert, die zu der Maschine gehören. Das ist ganz praktisch. Das typische auch statusorientierte Anzeigen, Farben, Effekte, Ausblendung. Ausblendung ganz wichtig, bei uns ist wichtig, wenn wir einen Change haben, der vielleicht mal, keine Ahnung, 3 Tage dauert, dann können wir den ausblenden und sehen wir den nicht mehr als Rotstatus. Das ist ganz praktisch, um wirklich dann auch zu erkennen, wenn was Neues hinzukommt. EventDB ist integriert, mit bestimmten Funktionen auch, dass wenn wir zum Beispiel aus einem Event ein Ticket erstellen müssen, dann helfen uns eine bestimmte kleine Funktion, dass wir einfach dann draufklicken und gleich den Text in der Zwischenablage haben. Das ist ganz praktisch. Wir haben auch dann für den Top-Level-View einen eigenen Editor. Und das ist auch sehr praktisch, weil das ist relativ ist nach Hostgruppen orientiert und das ist relativ einfach, dort diesen Top-Level-View sozusagen zu editieren. Das ist sehr, sehr einfach. Also hier sieht man den mal. Natürlich ist das alles sozusagen ausgegraut oder ausgeschwärzt, was irgendwie DiBa-Spezifika sind. Und so ist der aufgebaut. Man klickt sozusagen da immer runter bei den Dingen, die rot geworden sind. Und hat dann gleich automatisch hier unten dann auch gleich den gefiltert, der sozusagen einfach dann kritisch ist. Das ist für uns ganz praktisch, um möglichst schnell damit arbeiten zu können. Ja, es ist, ich weiß gar nicht, wo diese, also welche Library dafür genutzt worden ist, aber ich glaube, das dürfte fast dieselbe sein für dieses Business Process Add-on. Wir haben, ich weiß gar nicht, von wem die Frage gestellt worden ist bezüglich Business Processes. Also hier kann man es gut beantworten. Perfekt, ich kann mal so gut beantworten. Also wirklich Business Process, also wirklich Geschäftsprozesse abzubilden. Wenn man überhaupt mal einen Geschäftsprozess aufmalt bei uns, hat man schnell eine DIN A0-Folie, voll mit ARIS-Prozessen. Dann zeigt man das im Fachbereich, der sagt dann, nee, auf keinen Fall arbeite ich nach diesen Prozessen. Und das dauert einfach zu lange, um den zu implementieren. Also vor allem diese wirkliche Business Process-Sicht, also wirklich Geschäftsprozesse abbilden mit Kundengeld kommt rein, Kundengeld geht in die Abteilung und dort. Zu kompliziert. Haben wir erstmal verworfen. Was wir hier haben, ist eine technische Abhängigkeit. Wir sehen, okay, Applikation A und dazu gehören diese Subapplikationen und dazu gehören diese technischen Systeme. Da, um wirklich Rückschlüsse darauf zu ziehen, wenn da unten bei dem Server was kaputt geht, dann muss wirklich hochkommen. Das sind etwas für uns geschrieben. Kurz zu den Service-Prozessen. Wir haben natürlich die Service-Prozesse auch dabei überarbeitet. Haben auch die Überwachung sehr gut mit Verfahren verknüpft. Das heißt, man kann wirklich innerhalb dieses Editors dann draufklicken auf ein Event, der reinkommt und hat dann gleich das passende Verfahren dazu. Das ist auch sehr praktisch, mit Confluence gemacht. Bei uns haben wir da wirklich so einen Demand-Prozess etabliert. Okay, Fachteam A, Change Request bei uns, Monitoring implementiert, fertig. Also das ist ganz praktisch. Und wir haben auch verschiedene Umgebungen. Wir haben eine Entwicklungsumgebung, das ist so eine Art virtueller Linux-Cluster, virtuelles Linux-System. Dort kann das jedes Team für sich aus sozusagen ihr Monitoring basteln. Das testen die dann auch bei sich im Team. Das kommt dann zu uns. Wir packen es auf unsere Integrationsumgebung, schauen, ob es auch in der großen Welt funktioniert. Und dann nehmen wir es in die Produktion. Und der Prozess, den haben wir auch neu eingeführt, das ist ganz praktisch. Ich mach's mal mit. Genau, also ich mach's mal konkret mit SAP. Das SAP-Fachteam hat sich das so aufgebaut mit einem SAP irgendwie Überwachungsmanager, Solution Manager, wie auch immer das Ding heißt, und hat sich bei sich sozusagen geschaut, okay, wir möchten die Dinge bitte im SAP-Umfeld gemonitort haben. Dann haben die das sozusagen entwickelt.
und übergeben uns die Skripte, das testen die auch bei sich, übergeben uns die Skripte, wir testen das bei uns auf unserer Integrationsumgebung, funktioniert, aha, wunderbar, und dann geht's live. Genau, Entwicklung-Test ist bei jedem Team, das ist dann, kann jeder machen. Es kann übrigens, es muss nicht jeder machen. Also wenn ein Team zum Beispiel sagt, boah, ich habe einen Server und da brauche ich eine kleine Überwachung dafür, dann sagen wir, okay, machen wir für dich. Also das ist so ein bisschen, also die halt wirklich viel Monitoring haben, da sagen wir, ey, es macht Sinn, dass ihr das selber macht. Bei einzelnen Teams, die brauchen nur eine ganz rudimentäre Überwachung einer kleinen Schnittstelle, da sagen wir, komm, machen wir für dich. Ja, jedes Team hat das Testsystem und jedes Testsystem und jedes Entwicklungssystem hat halt einen L-Conf-Baum. Und das Berechtigungsmodell ist so gesetzt, dass das Team vom Command Center auf die Testsysteme kommt, die Jungs von den Testsystemen nicht aufs Command Center in die Produktion reinkommen. Das heißt, wenn die sagen, es kann abgenommen werden, es ist getestet, es ist für gut empfunden, dann wird das erst in die Integrationsschicht übernommen. Dort wird es nochmal getestet in den L-Conf-Baum, also mit allen Service-Checks, Commands, Schwellwerten, alles, was außenrum noch abläuft, irgendwelche Custom-Bars, die sie gesetzt haben. Und dann geht es in die Produktion irgendwann nach ausgiebigen Testen. Aber er geht mit allen drei Umgebungen auf die Produktionsserver los? Nee, das sind getrennte. Das ist ein getrenntes Integrationscluster und ein getrenntes Produktionscluster. Ja, aber die Sachen, die er monitort, sind dann immer die Produktionsserver. Das ist immer Produktion. Ja, wobei, jein. Wenn zum Beispiel alle Entwicklungsdatenbanken liegen auf einem Multi-Instanz-Cluster, den müssen wir auch monitoren, weil wenn die 80 Datenbanken weg sind, dann. Genau, das schalten wir dann aus, klar. Klar. Und die Schwellwerte in der Produktion, passt sie dann an oder was machen doch die Partner? Je nachdem, also bei den Teams, die sozusagen drei Überwachungen haben, dann machen wir es. Bei denen, die erstellen halt ein CR und sagen hier, okay, mach das bitte für uns. Bei den anderen Teams machen die es selber und übergeben uns dann einen Schwung einfach mit den Sachen, die aktualisiert worden sind. Kurz zum Zeitplan. Was jetzt farbig hinterlegt ist, ist ja der Teil Pilotierung und Migration Teil 1, Teil 2. Pilotierung haben wir jetzt ungefähr ein halbes Jahr Zeit gelassen. Migration Teil 1, Teil 2 war einfach so, wir wollten gerade am Anfang die Systeme umziehen, die am meisten Events verursachen. Also dass wir sozusagen mit den Big Blocks beginnen, einfach um da am meisten Erfahrung zu sammeln. Und dann zum Schluss hat man natürlich eine Reihe von Fachteams, die immer Special-Überwachungen haben, dass wir sozusagen die ganz zum Schluss machen, weil wir dann sozusagen erstmal das Know-how über Async aufbauen mussten. Also sozusagen mein Team, also ich mache das ja alles nicht, sozusagen, da musste auch erstmal das Know-how einfach da sein. Deswegen, wir sind 14 Leute, ungefähr 8,5 machen Schichtbetrieb Monitoring und wir sind sozusagen mehr oder weniger 4, die wirklich die Technical Experts sind für Isinga und weitere Applikationen, die wir auch noch mit betreuen. Sogar Prozessmonitoring, da haben wir ein anderes Tool. Live-Sample, ich probiere jetzt mal, ob das funktioniert noch. Und mache es auch ganz schnell. Okay, das ist jetzt sozusagen unser Live-System. Das ist der Doppel-View, genau. Wenn man jetzt mal hier draufklickt, mal sehen, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich hier Verbindung verloren. Man klickt jetzt auf einen Teil drauf. Niemand von euch weiß, was OPM ist, das ist ganz gut. Hier sieht man zum Beispiel den Teil, das Output-Management. Ja, das ist halt UC4, irgendwelche UC4-Teile, die zum Output-Management gehören. ISIS ist eine Applikation fürs Output-Management. Tuxnet, was auch immer. Alles ist grün, alles ist super. Und hier unten kann ich dann sozusagen auf die einzelnen Events dann drauf gucken, wenn denn einer wäre. Und kann dann hier auch direkt zum Verfahren klicken. Das kann ich jetzt nicht, weil ich quasi, die Berechtigung fehlt mir jetzt von hier, von Remote. Aber sozusagen hier kann ich eben, hier kann ich sozusagen wunderbar surfen. Und auf einem großen, muss man ganz klar sagen, auf einem großen Bildschirm sieht das auch viel schöner aus und viel, viel besser aus. Auf dem kleinen sieht das jetzt nicht ganz so schön aus. Schon Latenzprobleme gehabt oder
Naja, also bei der Oracle-Datenbank war es einfach so, dass wir da wirklich, ist mal irgendwas kaputt, was ist denn hier? Connect Direct, was ist denn hier kaputt? Irgendein Critical, was sagt der hier? Das ist ein Testalarm, wunderbar. Also von daher ist auch ganz okay so. Den könnte man jetzt auch sozusagen auch deaktivieren, damit man einfach nicht mehr sehen. Das wäre eigentlich auch mal ganz praktisch. Jetzt habe ich gerade die Frage vergessen. Achso, genau, bei Oracle war das am Anfang schwierig. Bei MySQL ist es mittlerweile sehr gut. Ansonsten von der Applikation her, Latenzprobleme haben wir eigentlich nicht. Das läuft eigentlich relativ gut. Wie viele Checks habt ihr denn so vor? Komme ich noch auf einer separaten Folie. So, ich springe wieder mal zurück. Genau, also wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich auch einen Screenshot gehabt. Da ist alles wunderschön ausgegraut. Hier sieht man es auch nochmal, man klickt halt drauf, klickt sich durch. Es ist eigentlich alles ganz einfach, hat aber lang gedauert, bis wir es so einfach bekommen haben. Wirklich. Also was schön war bei uns mal, wir hatten einen Azubi, der war 14 Tage da und hat nach einer Woche mit dem System arbeiten können. Das fand ich ziemlich cool. Hier sieht man mal, vielleicht kann man es erkennen, da sind so Kommentarfelder, wie wir sozusagen Copy to Clipboard, also hier können wir wirklich den aus dem Event heraus alles wunderschön rauskopieren, du könntest irgendwo anders hin kopieren, in eine E-Mail, in ein Ticket. Wir haben auch Introscope angebunden, sozusagen, also das sind auch, also wir haben auch in Isinga andere Tools, die auch wirklich sinnvoll sind, dass es die gibt, einfach integriert. Das ist dann wirklich eine Applikationsintegration. Das ist jetzt für ein Screenshot ist das auf einem 19 Zoll Monitor gemacht worden. Da sieht es nicht wirklich schön aus. Auf einem großen Bildschirm sieht man schon noch was und vor allem sieht man Ausreißer. Weil hier geht es darum, einfach einen Ausreißer zu erkennen und den erkennt man dann sehr schnell. Der wird einfach ziemlich groß. Also wenn alle anderen total klein und ein Ausreißer, also eine Linie, ist dann einfach kaputt gegangen, muss neu gestartet werden. Das ist die Integration der Wiley Dashboards. Genau. Habt ihr das an die Event-DB angeboten? Über die Event-DB, die Integration der Checks oder all der externen Tools? Nö. Also das zum Beispiel ist eine direkte Applikationsintegration. Also da greifen wir direkt auf Introscope drauf zu. Andere Tools sind entweder aktiv eingebunden, aber die meisten sind über die Event-Datenbank eingebunden. Ich weiß gar nicht, wie lange hat unser letztes Update gedauert? Das ist ein guter Indikator eigentlich mal dafür, ja, wie lange Update dauert. Was heißt Schnittstellen? Also es wurden viele Schnittstellen verwendet, die zum Beispiel schon von Haus aus da waren. Also was für passive Events oder Meldungen, die reingeschickt werden, da müssen halt Schnittstellen irgendwie geschaffen werden, dass diese Events reinkommen. Bei aktiven Abfragen ist es wie jeder mit Asinga oder Nagios arbeitet, das ist so der Standard. Ich frage irgendwas ab, bekomme ein Ergebnis zurück. Eine Vielzahl der passiven Events läuft direkt über die Isinga Web API, was ziemlich gut funktioniert. Das heißt, die auch nach einem Update noch wunderbar klappt. Ansonsten wurden ein, zwei Schnittstellen geschaffen, dass verschiedene Sachen über HTTPS reingeschickt werden. Auf der anderen Seite lauscht eine Pipe, die es dann irgendwo wieder ans Isinga weiterschickt oder in die Event-DB. Was aber auch so gebaut ist, dass es halt schmerzfrei ist und auch nach einem Update noch funktioniert. Also das Ganze ist von Isinga-Updates sowieso losgelöst, weil der so drastisch verändert sich jetzt die Hauptfunktionalität des Cores nicht. Aber also wir haben allein jetzt eben Stand auf der Folie 1.8 ist noch nicht draußen. Das muss man dazu sagen. Das ist der Git Master dann noch mal ein bisschen zurechtgeschnitten und komplett ein bisschen teilweise angepasst. Aber das ging auch innerhalb von, ich weiß nicht, müsste ich es auch noch mal hier vorne nach, in 3-4 Tagen war es durch. Also das war halt. Die Module, die extra hinzugekommen sind, die sind natürlich in der Isinga Web Architektur schon so ausgelagert als eigene Module, dass halt auch ein Update leichter möglich ist, dass ich nicht wirklich jede XML-Datei, jedes JavaScript nochmal um neue Funktionalitäten erweitern muss, damit ich
meinen Diff zwischen der alten und der neuen Version fahre und schaue, was habe ich da für Unterschiede, sondern da wurde auch schon Wert drauf gelegt, dass es halt wirklich update-sicher gemacht wird. Genau. Bin auch in dem Sinn erstmal fertig. Das Ergebnis der Migration, einfach zu den Kennzahlen. Wir hatten Ausgangspunkt 2010, so Pi mal Daumen, 1500 Server. So genau wissen wir das nicht, weil wir es einfach quasi nicht bei uns zentral gespeichert haben. Aber Pi mal Daumen, 1500 Server, die alle passiv angebunden waren. Wir hatten so circa 10.000 Messpunkte auf dem Altsystem. Ungefähr 100 User haben damit, na gut, also 100 User haben nicht damit gearbeitet, das stimmt jetzt nicht. Es haben eigentlich 10 User gearbeitet, und zwar mein Team. Aber ungefähr 100 User hatten Zugriff drauf und konnten da auch mit reinschauen. Und wir hatten so circa 2000 Events pro Tag. Wir haben jetzt so circa 3000 Server, also 3000 Hosts quasi bei uns eingebunden. Das Wachstum ist natürlich im Bereich der Virtualisierung jetzt exponentiell. Also wo man vorher Hardware braucht, ist es jetzt halt eine virtuelle Maschine. Und man tut sich mittlerweile sehr leicht, einfach mal so 10 virtuelle Maschinen zu installieren. Früher hätte man 10 Server kaufen müssen, das war ein bisschen aufwendiger. Deswegen, das Wachstum wird sehr, sehr stark steigen, gehe ich ganz stark davon aus. Wir haben aktuell so ca. 27.000 Messpunkte, also die Services. 350 User, die zum Teil wirklich aktiv jetzt mittlerweile damit mitarbeiten. Das heißt, die wirklich auch zum Teil für ihre, also wir, muss man ganz klar sagen, also wir vom Command Center sehen nicht alles. Also wir sehen wirklich nur die Dinge, die wir eskalieren müssen. Es kann gut sein, dass ein Fachteam für sich zum Beispiel sagt, ey, ich würde aber gern das noch sehen und 10 Testsysteme eingebunden haben. Das kann das Fachteam auch machen, wunderbar, sehen wir alles nicht. Also von daher, also das ist schon ein Stück weit customize, also es ist wirklich je Team, die können sich ihre eigene Überwachung basteln, ihre eigene, und wir quasi als Command Center haben noch mal eine, vielleicht sogar noch eine andere. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man da nicht vergessen muss. Früher hatten wir quasi hatten wir unser eigenes System, da haben auch nur wir mitgespielt. Mittlerweile sind wir natürlich die Hauptuser des Systems, aber auch die einzelnen Teams können sich Überwachung flexibel einrichten. In der Produktion selbst. Also natürlich nicht selber einrichten, das machen wir, aber es ist dann sozusagen auf dem Produktionssystem, können Sie Ihre eigenen Systeme monitoren. Machen nur wir. Genau. Also ihr macht Integration und genau. Direkt im System drüber und ihr seht nicht alles, die sehen ja Sachen. Genau. Was mir ganz wichtig ist wir haben 4000 Events pro Tag, das heißt, wir haben eine gute Verdoppelung der Eventsanzahlen, aber einfach durch eine gute Aggregation und durch ein schönes View haben wir es einfach geschafft, dass wir auch nicht wirklich mehr Arbeit damit haben. Also sie haben schon mehr Arbeit damit, aber es ist auch sozusagen, ich hatte nicht vorher 4 Leute, jetzt habe ich 8 Leute, ich hatte vorher 8, jetzt habe ich wieder 8. Das ist sozusagen, das konnten wir kompensieren durch einfach schlaue Regeln, um das gut zu filtern. Das war auch ganz wichtig dabei. Bitte? Genau. Muss nicht sein. Genau. Es kommen auch eine Menge Warnings rein, die sozusagen, oder bei Changes, ne, da kommt ein Event rein, war ein Change. Ne? Also dann sozusagen, dann wurden wir einfach nicht informiert vorher. Ja? Das ist eine gute Frage, müsste ich wirklich nachliefern, weiß ich momentan einfach nicht. Würde mich aber auch mal, weil das Projekt ist jetzt sozusagen 14 Tage vorbei, wir sind alle happy, dass es wirklich jetzt vorbei ist, die Zahl müsste ich nachliefern, die weiß ich aktuell nicht. Aber grundsätzlich haben wir insgesamt so 2 Jahre gebraucht dafür, mit unterschiedlichen Aufwänden seitens NetWays. Na gut, der reine Betrieb sozusagen, wir haben einen Wartungsvertrag mit NetWays. Der reine Betrieb ist nicht irgendwie der Content, Event Management, sonstige Dinge, sondern einfach nur, dass das System läuft. Vernachlässigbar. Muss ich nicht messen. Also das ist vernachlässigbar. Okay. Das läuft zum Tagesgeschäft, zu Grundrauschen mit. Ups, eine Folie zu viel. Fazit. Also grundsätzlich haben wir damit innerhalb von 2 Jahren mit unterschiedlichen Aufwänden wirklich ein modernes, flexibles Monitoring-System implementiert. Dabei konnten wir auch sämtliche Monitoring- und Service-Prozesse wirklich neu gestalten, war auch ganz wichtig. Und insgesamt muss man auch ganz klar sagen dazu, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir auch mit NetWays zusammen es geschafft haben, eigentlich den Kosten- und Zeitplan einzuhalten.
Also das war fast eine Punktlandung. Bei einem Projekt, was 2 Jahre dauert, haben wir uns so Pi mal Daumen 14 Tage verschätzt. Das ist jetzt nicht verkehrt. Das wär's. Danke für eure Aufmerksamkeit.